Wenn in knapp zwei Wochen die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Moskau beginnen, dann gehört auch dieser Zehnkämpfer zu den Favoriten. Pascal Behrenbruch aus Offenbach, der sich erstaunlich gewandelt hat. Eine Zeit lang galt er als untrainierbar, wurde sogar aus der Förderung geworfen. Letztes Jahr hat er dann es allen Kritikern gezeigt und wurde Europameister. Und im Moment ist er sogar die Nummer 1 auf der Weltjahresbestenliste. 8.514 Punkte, damit steht er vor Michael Schrader aus Duisburg, vor Carlos Chinin aus Brasilien, der schon mal Südamerikameister war, und ganz deutlich vor Ashton Eaton aus den USA, dem Olympiasieger von London. Anja Fröhlich über den Mann, der in Moskau bei der WM unbedingt eine Medaille gewinnen will. Schuften, an die Grenzen gehen. Pascal Behrenbruch hat das verinnerlicht. Das ist halt einfach diese Faszination, dass man ganz unten sein kann, aber am Ende dann als Sieger oben steht. Helsinki vor einem Jahr. Es geht um die Krone in Europa. 8.558 Punkte, Bestleistung, Gold. Nachdem ich letztes Jahr Europameister geworden bin, weiß ich, wie es ist, wenn man oben steht und die deutsche Nationalhymne hört. Und das wär natürlich ein Riesentraum. Gold zu gewinnen und dann nochmal die Nationalhymne zu hören. Aber natürlich ist eine Medaille schon erstmal eine Riesenaufgabe. In der baltischen Einsamkeit in Estlands Hauptstadt Tallinn findet der 28-Jährige das, was er braucht. Ruhe, keine Ablenkung. Der begnadete Athlet kann hier so leben, wie es ein Spitzenathlet tun sollte. Letztes Jahr wurde ich erstmal durch den DLV sozusagen gezwungen, dass ich hierher gehe, auswandere. Und dann dachte ich schon, puh, das wird jetzt hart. Aber durch diese Demut, die ich dann hier erfahren habe, lief halt alles super. Und jetzt kann ich damit sehr gut umgehen. Und jetzt bin ich dann auch allen dankbar, die mir bei diesem Schritt geholfen haben. Nach dem Reifeprozess feilt er nun mit seinem Trainer André Nazarov an seiner WM-Form. Der Leistungsnachweis in Ratingen, 8.514 Punkte, ein erster Fingerzeig in Richtung Konkurrenz. Keiner auf der Welt war in diesem Jahr bislang besser. Wir sind gut shape. Er ist in einer guten Verfassung. Er war in Ratingen richtig gut und ich hoffe, seine Form wird noch besser werden. Aus dem Eisen kommt die Stärke. Behrenbruch, ein Individualist. Seinen Trainer bezahlte der 28-Jährige vor zwei Jahren selbst. Jetzt unterstützt ihn auch wieder der Deutsche Leichtathletikverband und sein Verein, die LG Eintracht Frankfurt. Alles ist auf ein Ziel ausgerichtet. Man denkt zu 100% an die WM und das gibt dann immer wieder Motivation, weil es natürlich echt hart ist, irgendwelche Gewichte zu stemmen. Man hat zwar den ganzen Winter gemacht, aber jetzt ist natürlich der Körper diese Leichtigkeit mehr gewohnt. Und deswegen denke ich immer beim Krafttraining dann daran, dass ich eine Medaille gewinnen will bei den Weltmeisterschaften und das motiviert mich dann. Die innere Stärke findet der Einzelkämpfer am Strand von Tallinn mit Hündin Roxy. Anderes Hütchen. Auch über seine Wirkung auf andere macht er sich Gedanken. Man muss mich eigentlich persönlich einfach mal kennenlernen. Und dann sieht man, dass ich eigentlich gar nicht arrogant bin. Man will gewinnen, man will der Sieger sein. Da muss man natürlich gewisses Selbstbewusstsein haben. Und anders geht's gar nicht. Dann könnte man gar nicht kämpfen darum, dass man der Beste auf der Welt sein möchte. Und das stachelt mich eher an, dass es dann die Leute gibt, die oft das natürlich auch aus Neid machen. Dann sagen, ah, komm, der ist arrogant und ich mag den Typ nicht und so. Aber eigentlich gehört es dazu, dass man so ist. Nicht immer sind die sehr erfolgreichen Athleten, die einfach zu managen sind. Aber er ist wirklich jemand, der entgegen der Auffassung sehr hart arbeiten kann, wenn er sich fokussiert und wenn er die Vision hat. Seine Vision, 8.700 Punkte. Reserven bei dem Werfertypen unter den Zehnkämpfern im Weit- und auch im Hochsprung. Mann, oh Mann. Wie rüberkommen. Behrenbruch braucht den Druck, auch im Training. Der vierte Fehlversuch bereits über 1,95 Meter. Den übersprungenen sehen, dann zeige ich euch das mal. Thank you.
getan. Ah. Sehr gut. Zu Ende. Er kennt seine Stärken. Und dann habe ich das natürlich jetzt angekündigt und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich auch rüberspringen. Und ja, mit 3 Schritten 1,95, das ist schon top. Training auf dem Gelände des Kriegsgräberdenkmals vor den Toren Tallinns. Das ist auf jeden Fall das Geheimnis hier. Hier hat man echt seine Ruhe. Das ist eigentlich mein Lieblingstrainingsplatz hier, weil das einfach so historisch hier ist. Und hier komme ich auch gerne mal so nach dem Training hin und gucke mir den Sonnenuntergang an. Und wenn man wirklich jeden Tag auf der Tatanbahn ist und nur dieses Rote sieht, dann wird man dann langsam verrückt. Und deswegen ist es hier eine super Abwechslung. Im Stile von Rocky, wie in den Boxfilmen von Sylvester Stallone. Harte Sprints, Liegestützen, Treppensprünge. Alles aus dem Körper rausholen. Denn die beiden haben Großes vor. Am 11. August, wenn sich auch in Moskau der Tag verabschiedet, wenn die Tortur nach 10 Disziplinen ein Ende hat, dann soll die Reifeprüfung abgeschlossen sein. Ein ausführliches Interview mit Pascal Behrenbruch finden Sie bei uns online auf zdfsport.de. Und nächsten Samstag ist er hier zu Gast im aktuellen Sportstudio.